Wir waren gerade auf dem Bullengehege, Heiko. Kannst du dir das vorstellen? Völlig irre. Völlig irre. Einen wunderschönen guten Dickdarm, Leute. Ich bin wieder da. Ich bin der Pizza dem Jay. Und ich bin in der schönsten Behausung Deutschlands, kann man beinahe sagen. Die ersten Sonnenstrahlen kommen gerade aus den Wolken hervorgeschossen. Es ist heute ein schönerer Tag als gestern. Und wer sich jetzt fragt, was ist jetzt hier eigentlich los? Ich starte einfach mal einen Vlog mit der GoPro. Filme einfach mal unsere Lost Place Tour für den Zweitkanal. Tschüss, wir verichten jetzt. Ich mein, ja. Ach, frisch geduscht komme ich aus dem Bad. Ich sehe auf jeden Fall gerade, guckt euch mal die Socke an von mir. Ich habe hier ein riesen Loch, das hält sich nur noch am seidenen Faden. Aber gut, mit den Socken bin ich auch damals den Megamarsch gelaufen, dadurch sind die ein bisschen geschunden. So Leute, wir sitzen im Auto. Es geht auf Tour zur ersten Location für heute. Wir waren ja gestern schon unterwegs, haben zwei Locations gefilmt. So, jetzt beim ersten Lost Place angekommen. Paul, wolltest du nicht irgendwann mal aussteigen? Wolltest du nicht eine Actionkamera kaufen mit einem gescheiten Weitwinkel? Jetzt hast du dich dafür entschieden, eine zu kaufen, die gefühlten 30 mm Objektiv da vorne dran hat. Meinst du, die Nachbarn finden es okay, wenn ich in den Garten pinkel, in den Vorgarten? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich hol deine Kamera aus dem Reisemodus. Leute, so sieht das aus. Jedes Mal die gleiche Prozedur. Ein riesiger Rucksack, den hatten wir schon gezeigt. Und dann dauert das gefühlt eine halbe Ewigkeit. Ja, komm, aber ich war auch Stunden auf Reisen. Bis der Hase filmbereit ist. Der Hase wird gleich sowas von einsatzbereit sein, wenn das Objektiv nicht komplett auseinanderfällt. Wie sieht diese Kamera eigentlich aus? Was hast du mit der Kamera? Was ist denn mit der Kamera? Die ist dreckig und schmutzig. Ja, weil ich damit Overnights filme alleine, weil ja, wie? Was ist das? Das ist eine Adventure-Kamera. Sommer und Regen. Mittlerweile sind die Schuhe ausgezogen, wie man sehen kann. Ja, Leute, so ist es auf Tour. Schmales Profil und unauffällig sein, das... Ja. Heiko hat mir zu viel Shampoos verabreicht. Hören Sie auf, meinen kläglichen Fuß zu filmen? Achso, es macht ja gar keinen Sinn, ich muss ja nochmal auftreten. Ich habe auch noch gar keine Speicherkarte in meinem Leib. Den Ball gesagt, halte ich übrigens immer noch die Hose. Erste Location für die Tour im Kasten. War nur kurz spannend am Ende jetzt, ne? Ja, war spannend. Und heute folgt jetzt die erste, um danach sich mit zwei anderen Menschen noch zu treffen, die dann aber in einem anderen Fahrzeug fahren. Ben ist zum Beispiel mit am Start, also sprich Harald, H zu dem Harald. Und ob das so alles klappt, wir pünktlich dort sind oder er pünktlich dort ist, ja, das wird sich zeigen. Danke, Bein. McSunday. Leute, wir stehen hier gerade, haben uns untergestellt. Es ist nicht von dieser Welt. Es ist jemand Neues dabei. Die mit dem großen, mit der großen Pimmelnase von gerade eben. Pimmelnase, genau. Lola! Und den kennt man. Und das ist gerade, ja. Angel. Leute, ich kann mich auch einfach in den Regen stellen, weil ich bin eh komplett nass. Das wird nicht nasser. Ah. Die Welt geht unter, Leute. Meine ganze Hose ist wirklich, hier sieht man den Unterschied, eine hell, dunkel, die ist komplett nass. Das riecht nach nassem Hund. Ja, das bist du. Wir haben Brot gekauft, Hähnchenbrust gekauft. Was isst du gerade? Hier hinten sieht man, glaube ich, liegen auch noch so ein paar Sachen. Und jetzt fahren wir los, und zwar auf große, große Tour, richtig? Zweieinhalb Stunden? Zweieinhalb Stunden. Leute, wir sitzen im Auto, es gibt nichts Besseres, als drei Fragezeichen im Auto zu hören, oder? Wir hören die Folge. Die Folge 205, eine der neuesten Folgen. Sieht schön aus hier, oder? Bergig. Bist du inzwischen wieder wach? Ich bin wieder wach, ich habe Kaffee. Mein Gott, denn immer hier ist in diesem Alter für Getränke so eine schöne Kaffeetasse. Das ist der absolute Wahnsinn. Leute, guckt mal hier auf dem Navi. Hier ist komplette Serpentine angesagt. Es geht ordentlich ab hier in dem Rennpolo. Also schon wirklich ganz herrlich hier, also richtig schön. Hier fahren andere Leute zum Urlaub machen hin. Wir suchen zwar jetzt gerade verlassene Locations, aber es ist einfach trotzdem herrlich, auch wenn es mal nicht klappt. Guckt euch diese Häuser da hinten an. Schaut mal, da hinten ist ein Wohnhaus, da filmt Heiko tatsächlich gerade. Ich werde das an der Stelle nicht filmen, weil wir A, nicht so viel Zeit haben, B, noch andere Locations anschauen wollen und C, das wirklich extremst gefährlich ist da. Aber es sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und eine Sache kann ich euch mal zeigen, dazu muss ich nur mal eben das Auto nochmal abschließen. Dann rennen wir einfach mal über die Straße. Man kommt hier nämlich nur rüber, wenn man das hier überwindet. Und das ist ganz, ganz übel. Das ist komplett durchgerostet. Dann muss man hier über die Brücke gehen und dann kommt man da ins Haus. So, Heiko ist fertig. Und?
War es tauglich? Ja, ist tauglich. Ah, schön. Heiko ist durch. Ich freue mich. So, Leute, jetzt gibt's hier erstmal was zu futtern. Wir stehen hier gerade gefühlt alle unter diesem Dach, also dem kleinen Polo-Vorzelt sozusagen. Heiko hat extra eine Frontrunner-Markise angebracht hier. Ja, wir stehen hier, warten jetzt auf die Fähre, die da hinter der Scheibe irgendwo kommen müsste. Es ist immer noch am Schütten. Ja, und jetzt gibt's erstmal ein paar Tomätchen, Kartoffelsalat und Frikadellen. Köstlich. Oh, jetzt geht's rauf auf die Fähre. Wir haben noch nicht bezahlt. Ja, wir dürfen aussteigen. Herrlich! Ja, echt mega. Hey Leute, stehen wir hier auf der Fähre. Da oben ist irgendwie so eine geile Burg am Start. Der riesige Rhein hat auf jeden Fall was, gerade bei dem Wetter mit diesem übelst epischen Himmel, wie da so die Sonne ein bisschen durchbricht. Schon krass. Mega schön. Ich war schon so lange nicht mehr auf einer Fähre, auf so einem großen Fluss. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, entweder wir warten jetzt noch auf das Boot oder das Boot muss anhalten. Ansonsten kollidieren wir gleich. Ist das so geplant? Aber dieses Boot scheint darüber zu ziehen. Oh, da hinten auch die Burg und so. Den Himmel finde ich gerade am krassesten. Wie gemalt. Ist echt crazy. Schnell herein. So, wir sind drüben und fahren. War schön, oder? Ja. Ah, wir waren lange auf Tour, es war ein langer Tag. Oh, und jetzt muss erstmal hier zusammengepackt werden und dann geht's los. Irgendwo nach da oben. Ich hoffe, der Ausblick ist schön aufs Tal. Ja, und dann sind wir gelaufen und gelaufen und gelaufen. Stunden für Stunden. Heiko und Lola mit dem Auto nach oben und 4 Kilometer weit durch den Wald, mitten durch die Nacht, ohne viel Licht. Wir haben einen schönen Mond gesehen, wir haben Tiere gesehen und vor allem haben wir ein geiles Overnight-Video gedreht. Das kommt dann aber erst in ein paar Wochen auf meinem Hauptkanal PJ Adventure. Leute, so habe ich noch nie in meinem Leben. Leute, so habe ich wirklich noch nie in meinem Leben in einem Zelt gepennt. An so einem Abhang hier direkt an der Steilküste, kann man ja beinahe sagen. Es ist wirklich doch steiler auch als gedacht, weil ich gucke hier direkt nach unten. Es ist höchstens 1 Meter und dann geht's hui ab nach unten ins Tal. Harald. Leute, hier hinter pennt Heiko. Heiko, es ist 7.30 Uhr. Ich habe die schlimmste Musik, das kann das nicht toppen. Wie hat Lola gepennt? Ja, ich hatte. Bist du wach? Ja, nee. Nicht so richtig. Da in der Hütte, in der Schutzhütte. Ja, so sieht das hier aus. Boah, Leute, wir laufen jetzt hier nochmal mega schön durch die Natur. Hier über diese herrliche Brücke aus Holz. Ein bisschen rutschig ist sie. Und guckt euch mal bitte das an, ein wunderschöner kleiner Wasserfall, extrem klares, man kann ja beinahe Gebirgswasser sagen. Ihr plätschert überall weiter herunter, also das sieht ja mal gerade unfassbar geil aus. Ich schmiere hier gerade Brötchen für Heiko und für mich und dann geht's zur nächsten Location. Leute, ich glaube, ich melde mich heute das erste Mal an diesem Tage. Woran auch immer es liegen mag, beziehungsweise das zweite Mal. Nee, heute Morgen habe ich mich schon gemeldet. Wir sind gerade in Luxemburg. Ja, das sieht ein bisschen aus wie in Belgien. Eine Mischung aus Deutschland, Belgien und Luxemburg und vielleicht Frankreich. Andere Schilder. Heißt alles ein bisschen anders. Ja, gerade fahren wir aber wirklich einfach nur durch den Wald. Und wir hatten ein nettes Geschehnis vorhin mit der werten Polizei. Man kann sich schon denken, es hat mit der einen Location nicht so richtig geklappt. Ist wie es ist, kann man gar nicht viel zu sagen, Leute. Man kann gar nicht viel zu sagen, es hat halt einfach nicht hingehauen. Leute, auf jeden Fall ist es sehr schön, das Wetter ist heute viel, viel besser als gestern. Guckt mal hier die an. Ach, schön, 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 schön. Könnte schlechter laufen, Leute. Ja, und so sieht dann oft der Marsch zu einer Location aus. Mitten durchs Gestrüpp oder übers Feld an Wohngebieten vorbei, mitten durchs Wohngebiet. Alle müssen sich doch die Frage stellen, was machen wir da eigentlich, warum laufen wir da mit Kameras rum und vor allem, warum befinden wir uns ganz, ganz plötzlich auf einer Bullenwiese, eingezäunt von Stacheldrahtzaun, den wir nicht so leicht überwinden konnten. Wir dürfen uns auf gar keinen Fall sehen. Dann machen wir hier gleich mal Torero rein oder so. Wie nennt sich das? Ich muss dann Heiko noch helfen, den Zaun hochhalten, er das gleiche bei mir gemacht. Stopp, stopp.
und dann kamen wir irgendwie weiter. Und vor allem, Gott sei Dank, am Ende heile wieder zurück. Ja, Leute, spannend, spannend, spannend. Wir waren gerade auf dem Bullengehege, Heiko. Kannst du dir das vorstellen? Wir haben gerade die Bullen gestreichelt. Ich habe nur immer wieder gehört, du bist in Kuhscheiße getreten. Wir waren auf diesem Stacheldrahtgelände und dann fiel mir ein, ja, das kann ja nur das Gelände sein von den Kühen. Irgendwo in einem Wohngebiet in Belgien. Keine Ahnung, was ich hier draus mache, aber ich wollte irgendwas filmen. Ich dachte, vielleicht braucht man es später noch. Völlig irre, völlig irre. Also das war gerade sowas von abnormal unangenehm. Ich habe halt nicht alles gefilmt, aber wir waren halt auf einer Wiese. Auf der einen Seite war Stacheldraht und auf der anderen Seite war Stacheldraht. Und wir waren dazwischen und das war die Absperrung zwischen der Location und dem Feld davor. Beides mit Stacheldraht, weil da eben die Bullen drauf waren. Die zeige ich euch jetzt nochmal. Hier ist der Stacheldraht gewesen und hier standen die vorhin. Natürlich habe ich sie dann nicht gefilmt und jetzt sind sie weg. Aber man sieht es ja, dass sie hier überall standen. Da waren wir nur ein paar hundert Meter weiter in die Richtung. Crazy shit. Einen herzlichen guten Mast da. Harald ist wach, ich bin wach, wir liegen im Zelt. Harald, wie hast du gefilmt? Edel. So Leute, ich mache jetzt hier mal auf. Da hat man auf jeden Fall einen relativ schönen Ausblick auf den See. Wir haben hier direkt an so einem Teich gepennt. Hier ist Adlola gepennt in ihrem Wurfzelt. Guck mal, der Heiko ist hier vorne schon fleißig am Brote schmieren. Heiko, was ist da los? Die Frühstücksbar hat geöffnet. Wir geil. Schinkenkäse, Schinkenkräuterquark oder nur Kräuterquark? Also ich nehme Tomate auf jeden zur Verfeinerung. Schinkenkräuter. Schinkenkräuter, jawohl. Mit Tomate zur Verfeinerung. Automatisch von Ihrer Kreditkarte, die Sie nicht haben, abgebucht. Oh, vielen Dank. Das ist nicht mega. Die letzten Brote. Ich freue mich, dass ich heute nicht schmieren muss, weil es ist echt eklig im Auto. Es geht, aber so ist es natürlich besser. Zillertal, du bist mein Freund. Du bist mein Freund. Heiko, was war in dem Brot? Einen wunderschönen guten Reiz da, meine Herren. Was ist da los? Mit Socken? Leute, diese Füße, die stinken noch schlimmer als diesen Biomüll, den ich gerade in meinem Spezialfach entsorgt habe. Halten Sie Sicherheitsabstand ein. Ich habe diese Socken jetzt seit 4,5 Wochen an. Ja. Sieh, hier ist eine Höhle, das geht da hinten noch weiter. Da kann man eine Explorationsreise hinschicken. Da hinten drin wohnen Krebse. Quatsch. Krebse und andere Erdwiesen. Da lebt noch ein Zitteraal. Ich sehe den. Fischtiere. Also ist das da für ein Heiko. Komischer Bart? Wer hat den größeren Weitwinkel? Leute, es gibt News. Guckt mal hier, mein Ticket. Da steht Fahrt fällt aus. Na, herzlichen Damenstrumpf. So, das Problem ist, ich habe jetzt bei der Deutschen Bahn angerufen. Die haben gesagt, es ist gar kein Problem. Steigen Sie ein, wo Sie wollen. Heiko hetzt sich hier ein Weg wie sonst was. Ja, stand auch schon Berlin. Ja, nein, Berlin nicht, aber Berlin, 800 Kilometer. So, guck mal, Leute, hier steht jetzt, das hat Heiko schon rausgeholt. 22,9 statt, was war es vorhin? 22,18 oder so? Oder 19? Und wir fahren und fahren und fahren. Wir sind am Bahnhof. Es ist gleich 21:15 und der Zug fährt erst um 1:30. Das heißt, ich könnte sogar noch in den Backshop gehen und mir was zu essen holen. So entspannt ist das jetzt. Aber nur weil Heiko komplett den Gasfuß betätigt hat des Jahres. Ah, wir parken immer hier. Wer es kennt, schreibt es in die Kommentare. Hannover Novo Lines Hotel. Da ist der Busbahnhof. Siehst du das an, wie viele Kilometer? Wie viele Kilometer sind wir auf der Tour gefahren? 1743. Ja, dann bin ich jetzt knapp 2000 Kilometer, muss nochmal 300, dann bin ich 2300 Kilometer auf der Tour gefahren. Ich so Leute, ab in den Zug. Ab in den Zug. Ach so, und tschüss Heiko. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ha, da muss ich die Kamera erstmal drehen und dann wirklich authentisch wie eh und je sitze ich hier oberkörperfrei am Schnitttisch, Leute. Hier, so sieht das nämlich aus, am Schnitt zu dem Tisch.
Ja, und was soll man weiter sagen, als dass das Video zu Ende ist? Ich sitze hier oberkörperfrei wie am Anfang des Videos und wollte euch einfach mal fragen, habt ihr Bock, sowas öfter zu sehen? Wollt ihr sowas öfter sehen? Wollt ihr öfter sehen, dass ich so eine Tour einfach mal begleite mit der GoPro, auch ganz auf simpler Basis, nicht so besonders irgendwie krass cinematisch geschnitten, sondern einfach easy zusammengecuttet, dass ihr einfach einen schönen Rückblick von der Tour habt? Also ich habe mega Bock drauf, es hat mir auch übelst Bock gemacht, das zu schneiden. Ich musste ultra lachen an manchen Situationen und habe mich schön zurückversetzt gefühlt. Einige Videos zu den Themen, die da drin vorkamen, kommen ja noch auf meinem Kanal. In dem Sinne würde ich sagen, bleibt frauengesund, kann man hier nicht sagen, das ist mein Zweitkanal. Also würde ich einfach sagen, bar zu dem Sis, meine Damen und Herren. Ciao. Tschüss.